2015, das Schicksalsjahr der Milch? Ja, das fragen wir uns tatsächlich auch hier auf unserem Erlebnisbauernhof auf der Internationalen Grünen Woche hier in Halle 3.2. Zum Thema Milch gibt es natürlich auch bei unseren Partnern viel zu sehen und ich stehe gerade unschwer zu erkennen mitten im niegelnagelneuen Rinderstall, der ja dieses Jahr, muss man ja sagen, Martin Seidel von Bayern Genetik, relativ neu konzeptioniert ist, nämlich mit Sandeinstreu. Was hat es denn eigentlich für Vorteile? Also der Rinderstall, sage ich mal, ist ja vom Konzept her relativ ähnlich wie der alte war. Wir haben nur die Liegefläche auf Sand, vorne entweder planbefestigt oder Spalten. Der Stall sollte eigentlich so konzipiert sein, dass er später für abkalbende Kühe und für Trockensteher so gebaut ist. Eine Innovation gibt es eigentlich schon die letzten 10, 15 Jahre. In Dänemark streut man Liegebuchten ein, in Mecklenburg baut man Ställe in den USA. Und ich finde, das ist das natürlichste Produkt in Sand. Ich muss einen Rundkornsand verwenden, für die Tiere am schonendsten. Und wenn man die ersten Tage angeschaut hat, haben die Lüftsprünge gemacht, Freudensprünge im Stall. Richtig, so dass sie auch Muskelkater gekriegt haben. Wie sieht es denn aus in Sachen Milchleistungskühe? Das sind ja alles Hochleistungssportler, sag mal so. Wie sieht es bei denen aus? Also Bayern Genetik ist ein relativ junges Unternehmen, wurde vor 5 Jahren gegründet von 3 bayerischen Besamungsstationen, einer niederbayerischen Schweineorganisation. Bayern Genetik ist, erster Schwerpunkt ist Rinder- und Schweinebesamung, Genetik. Zweiter Schwerpunkt ist mittlerweile Rindervermarktung. Das ist auch mein Aufgabenbereich. Man spricht in Bayern Landesschnitt von einer Fleckviehkuh an 7500 Kilogramm mit 4,2% Fett und 3,5% Eiweiß. Man spricht von der Hochleistungskuh. Ich sage mal, die Kuh, was über 9000 Liter gibt, egal welche Rasse es ist, ist für mich nicht mehr wirtschaftlich. Joschi, wie wichtig ist denn jetzt eigentlich für die 2 Kälber, wenn wir uns schon beim großen Thema Milch bewegen, die Milch? Die Milch ist sehr, sehr wichtig. Gerade in den ersten beiden Tagen wird die sogenannte Biestmilch verfüttert, also noch tatsächlich die Muttermilch, damit die Kälber ihr Immunsystem aufbauen und ihre Abwehrkräfte so natürlich stärken. Und auch später ist es für Kälber noch das Grundnahrungsmittel, bis sie abgefüttert werden und halt auf Heu oder Müsli oder Kraftfutter umsteigen. Eigentlich beschäftigen wir uns ja heute mit dem Thema Milch und wenn ich jetzt, lieber Herr Kühl, zum Thema Milch auf Sie zukomme bei Wagyu-Rindern, dann würden Sie mir wahrscheinlich sagen, liebe Frau Gröber, Sie sind eigentlich ein bisschen an der falschen Stelle, oder? Ist richtig. Also unseretwegen braucht es die Milchquote nicht zu geben, denn die Wagyu-Rinder verfügen über eine Milchleistung, die zwischen 2.500 und 3.000 Liter liegt pro Jahr. Es reicht schlicht und ergreifend für die Aufzucht des eigenen Kalbes, mehr nicht. Wofür stehen denn dann die Wagyu-Rinder? Die stehen schlicht und ergreifend für das beste Rindfleisch der Welt. Und das beste Rindfleisch der Welt haben wir halt hinter uns. Man kann es hier bei uns live sehen. Sie können es kaufen bei einzelnen Züchtern, die es dann Ihnen per Internet zuschicken. Freihof, kein Problem. Ja, wir hatten jetzt eigentlich zum Thema Milch fast alle Schritte dieser Wertschöpfungskette, denn wir hatten Fersen, die demnächst zu Milchkühen werden. Wir hatten Kälber, die natürlich auch Biestmilch trinken. Wir hatten jetzt einen Kenjin, der sich mittlerweile nach oben bequemt hat, der jetzt vielleicht weniger mit Milch, denn gutem Fleisch zu tun hat. Und jetzt nähern wir uns doch in kleinen Schritten dem tatsächlichen Endprodukt. Ich habe es ja gerade versprochen, letzte Station bei unserem großen Thema Milch heute ist, wie sollte es auch anders sein, der Milchstand von Hemme. Hemme ist eine Molkerei, die hier bei uns auf dem Erlebnisbauernhof vertreten ist. Annette Kössmann, jetzt natürlich meine Frage, das große Thema Milch, vor allem Milchquote, inwiefern betrifft sowas zum Beispiel eine Molkerei? Uns als kleine Molkerei eher weniger. Wir haben 3 Milchlieferanten, von denen nehmen wir unsere Milch nach Bedarf ab. Die restliche Milch, die bei denen übrig bleibt, sage ich jetzt mal, die geht an die Großmolkereien. Momentan schwankt jeder, uns betrifft es natürlich letztendlich im Milchpreis, den wir an die Milchbauern zahlen. Momentan sind die Preise relativ weit unten. Ist schade für den Milchbauern, für uns eigentlich etwas günstiger. Aber wir möchten schon gerne den Wert der Milch bezahlen, so wie er eben doch produziert wird. Ja, und wenn wir schon beim Thema Milch sind, ganz ehrlich, ich denke, das habe ich mir verdient. Und das ist, Frau Kössmann, glaube ich, einen Schoko-Bananen-Milchshake. Genau. Und den lasse ich mir jetzt schmecken.
Lecker. Und dann Rüben, Schoten, Bananen. Mmh.